Da verlieren sie den Ball. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Eigentlich müsste die Geschichte hier längst entschieden sein. Sie haben eine gute Gelegenheit nach der anderen. Er schießt. Es gibt Abstoß. Da hätte er mehr draus machen können. Ballverlust. Gute Chance. Kurze Unterbrechung. Es gibt Freistoß für Deutschland. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen einen kühlen Kopf bewahren. Ja, Vorteil für die deutsche Mannschaft. Das könnte die Chance werden. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Super dazwischen gegangen. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Gibt Freistoß gegen das deutsche Team. Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Gut gehalten. Sie verlieren den Ball. Gefährlich und klasse durchgesetzt. Gut verteidigt. Mit einer knappen Führung gehen sie. Das Wetter spielt überhaupt nicht mit. Auch im zweiten Durchgang regnet es. Schöner Steilpass. Was macht er draus? Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Macht er gut. Ein guter Block hier. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhand. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Ganz stark abgeblockt. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Sieht gefährlich aus. Und da verlieren sie den Ball. Das könnte vielleicht was werden. Sie haben diese Partie jetzt doch. Mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Jetzt der Ballverlust. Da verlieren sie den Ball. Hier gibt es Freistoß für Deutschland.
Den Ball hat er, ganz souverän. Das gibt Einwurf. Gerrit Holtmann, Pass auf außen. Deutschland bekommt hier den Vorteil. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Einwurf Deutschland. Gerrit Wegkamp. Ja, da müssen Sie aufpassen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Das ist leichtsinnig, da läuft der Torwart mit dem Ball nach vorne. Der Ballverlust. Klasse Pass! Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Jetzt ist es gefährlich. Da hat nicht viel gefehlt. Er vertändelt den Ball, aber dann verhindert er doch noch. Ah, oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Könnte was werden. Er verliert dann zunächst den Ball, aber dann immerhin das Tor noch verhindert. Also am Ende eine gute Parade. Ja, aber die Gefahr hat er natürlich selbst heraufbeschworen. Es war schon ein dicker Bock. Haha, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind sie schon in Unterzahl. Ja, da muss jetzt auch irgendwas... Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Fängt den Steilpass ab. Das war wichtig. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Hier gibt es den Vorteil für Deutschland. Gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Gut den Ball angenommen, schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Das Wetter hat sich zumindest etwas gebessert in den letzten Minuten, Buschi. Ja, der Regen hat ein Stück nachgelassen. Und wieder ein Foul. Sieht er jetzt die zweite gelbe Karte? Jetzt geht er runter, er hatte ja schon gelb. Da hätte er sich einfach geschickter verhalten müssen. Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück, tolle Moral. Sie lagen schon deutlich in Rückstand, aber jetzt haben sie den Anschlusstreffer geschafft. Und das gibt Rückenwind, das kann ich dir sagen. Plötzlich geht alles wieder ein Stück leichter und der Ausgleich ist in Sicht. 2-1, hier ist noch alles drin. Er schießt! Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Das könnte vielleicht was werden. Da trennt er ihn vom Ball. Fängt diesen Ball ab. Guter Pass. Sieht gefährlich aus. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Sie bekommen die Chance auf den Ausgleich. Es gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Jetzt der Ballverlust. Macht er gut. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Er verliert den Ball, aber holt ihn sich sofort zurück. Super gemacht. Und da ist der Ball wieder weg. Tja, wenn der reingeht, dann ist hier kurz vor Ende wieder alles offen. Aber es war eben eine überragende Parade. Da hat er die Führung verteidigt. Gefährlich. Super Einsatz vom Torhüter. Vielleicht der späte Ausgleich jetzt bei diesem Eckball. Klasse Pass. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Weiterer Eckball für Sie.
Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und es bleiben noch 5 Minuten. Da verlieren sie den Ball. Gerrit Holtmann. Vielleicht der Ausgleich. Und er macht ihn. Und die Frage wird jetzt sein, geht noch mehr? Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich nur noch einschieben. Ja, so Dinge hast du nicht allzu häufig. Das macht's leicht, ganz leicht. Ja, jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der Verteidiger zur Stelle war. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Was für ein Tor! Ein überragender Schuss, da hat alles gepasst. Fast gehalten, der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu stramm das Ding. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie, Buschi? Vielleicht. Führungstreffer kurz vor Schluss. Ob sie das halten können? Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Jetzt kommt der Schuss. Klasse Tackling. Die Fans ärgern sich nach wie vor über diesen Platzverweis. Ja, auch jetzt noch am Ende dieses Spiels. Die Fans wollten natürlich ein besseres Ergebnis. Und es war ja auch eine harte Entscheidung. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. Der Keeper mit dem Ballverlust. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der. Führung haben sie natürlich weiterhin, Buschi, aber nach dieser roten Karte. Und da verlieren sie den Ball. Das könnte vielleicht was werden. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung. Standort.